Das Einzige, woran er sich wird messen können, das ist der Weltrekord. Den hält nämlich Brandon Hansen. Brandon Ricketts, der Australier mit der gelben Kappe da rechts zu sehen. Jetzt taucht er auf der oberen gelben Bahn. Sucht sein Heil in der Flucht. Aber jetzt ist Kitajima schon dran. Zeigt hier, wer das Sagen hat auf dieser Strecke. Unterhalb der Durchgangszeit beim Weltrekord nach 50 Metern. Auch Ricket schneller. Das wird er nicht durchhalten können, Australier. Aber vielleicht Kitajima. Auf der dunkelblau eingefärbten Bahn der Japaner. Schwimmt wesentlich länger in den Zügen als Ricket über ihm, der höher rauskommt mit dem Oberkörper. Aber Kitajima nutzt die Kraft aus den Beinen optimal in Geschwindigkeit in der Gleichphase. Immer noch 39 Hundertstel und der Weltrekord. Ricket jetzt dahinter zurückgefallen. Kitajima klar vorn. Zweiter Ricket, dritter Eric Chanteau, der Amerikaner, unten waren zwei. Das ist Kitajima. Hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen im letzten Jahr. Die Trainer waren nicht so ganz zufrieden mit ihm, weil er ein bisschen ist an Trainingsfleiß vermissen ließ. Jetzt ist er voll da. Höllenlärm hier im Suzy O'Neill Pool in der Rod Laver Arena. Die Australier peitschen Brandon Ricket nach vorne, immer noch auf Platz 2. Der Mann mit der gelben Kappe, klasse Rennen von ihm. Kitajima vorn, Ricket zweiter, Chanteau dritter. Kitajima schwimmt dem Gold entgegen, aber nicht dem Weltrekord von Brandon Hansen. Das ist schon klar, den kriegt er nicht. Aber er wird Weltmeister. Hält sein Tempo, Ricket wird kürzer, wird attackiert. Da kommt Chanteau heran. Ganz enger Kampf um Silber. Kitajima gewinnt und Ricket rettet sich.